Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zum dritten kleinen Verkaufsvideo an diesem Sonntag. Ein wunderschöner Tag. Ich konnte euch in den beiden letzten Videos schon zwei außergewöhnliche Messer vorstellen. Ein Enrique Peña Custom und ein Thais Meats Custom. Einmal Frontflipper und einmal Slipjoint. Wirklich zwei faszinierende Teile. Schaut auf jeden Fall mal in die anderen Videos rein, falls da Interesse besteht. Ja, und wie ihr schon sehen könnt an der Verpackung, das dritte Teil, das ich euch vorstellen darf, vorstellen kann im Auftrag von Paddy, ist ein Tough Writer MK2 in Anführungszeichen Tactical Pen. So wirklich Tactical, muss ich sagen, finde ich den gar nicht. Der ist groß und der ist stark und der ist robust, aber ob das schon ausreicht, um einen Stift als Tactical zu bezeichnen, ich weiß es nicht. Tough passt auf jeden Fall schon viel besser. Interessante Verpackung mit den vielen Rastpunkten. Kommt in diesem sehr unauffälligen Made in USA Ziploc, beziehungsweise nicht Ziploc, sondern Presslock Beutelchen und dann in dieser Kunststoffröhre. Gar nicht so besonders, aber eigentlich ganz nett, wenn man es hat. Wollen wir erstmal mal warten, bis die Luft raus ist. Wie gesagt, Tough Writer unter www.tacticalpen.com könnt ihr das nochmal nachschauen. Wie gesagt, es ist der MK2. Und falls jetzt irgendwann, jawohl, mein Fokus nochmal mitspielt, hier ist das gute Stück. Das ist also wirklich ein Bröckchen. Ne? Wir haben gebürstetes Titan, wir haben einen 3D gefrästen Pocket Clip, wir haben einen einstellbaren Spacer, damit hier verschiedenste Minen genutzt werden können. Aktuell drin ist eine Schmidt Easy Flow. Der Stift hat eine Gesamtlänge von, ich glaube, 13,7 cm, sowas um den Dreh. Hier das Griffstück ist Blackwood Carbon Fiber. Das heißt, Carbon Fiber der Länge nach geschnitten in der Optik von Holz. Sehr, sehr cool. Clip, wie ihr sehen könnt, verschraubt. Und das Ganze in einer sehr, sehr, sehr massiven Ausführung. Also der hat schon ordentlich, ordentlich Wumms. Ich habe immer so einen Tactile Turn Stift. Das ist der Sideclick Titan. Einfach mal zum Vergleich. Da seht ihr schon, dass der Tough Writer doch wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack ist, was die Länge angeht. Definitiv vergleichbar. Der Tactile Turn hat den leicht etwas längeren Korpus, beziehungsweise durch die Verjüngung hier oben wirkt es so, als hätte der Tactile Turn den etwas längeren Korpus. Ansonsten, ja, fällt der Vergleich wirklich schwer, denn der Tough Writer, der bringt doch ordentlich, ordentlich Bums mit. Hat auch ein ganz sattes Gewicht, liegt bei etwa 82 Gramm, also durchaus auf dem Gewicht von einem, ich sag mal, durchschnittlichen EDC-Taschenmesser. Das liegt aber nicht zuletzt auch an, und jetzt bitte mal alle festhalten, an der Materialstärke. Also wenn irgendwann mal irgendwo der Satz gerechtfertigt war, hier wurde aus dem Vollen gefräst, dann bei diesem verdammten Stift. Alter Falter, was ist das für ein Bombenteil? Also das ist ein richtiger Schreibtorpedo. Und jetzt wird vielleicht auch klar, warum das Ding unter Tactical Pen läuft. Wenn du das nämlich jemandem hinterher schmeißt, der landet dann auf jeden Fall mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Fokus, bitte. Draußen ist gerade strahlender Sonnenschein. Ich habe hier die Kunstbeleuchtung an und ich glaube, Weißabgleich und Fokus haben heute echt ein kleines Problem mit der Umgebung. Das macht aber nichts. Ich bin hier, um euch diese tollen Teile vorzustellen. Wie gesagt, die anderen Videos gerade online gegangen. Ich werde schauen, dass die alle zeitgleich ungefähr online gehen oder kurz nacheinander, dass ihr die auch alle schnell wiederfindet. Wenn ihr also bei mir durch die Videos scrollt und die Teile noch nicht verkauft sind, werdet ihr die entsprechenden Videos direkt untereinander finden. Preis für den Tough Writer MK2 inklusive versichertem Versand in Deutschland beträgt 199 Euro. Versand in die EU ist definitiv möglich. Bitte vorher mit uns absprechen. Kontaktdaten selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, sowohl von mir als auch von Paddy, dem Verkäufer selber. Falls ihr also noch Fragen habt zum Tough Writer oder zu einem der Messer, Videos anschauen oder direkt Kontakt aufnehmen. Wenn ihr eine E-Mail schreibt, hinterlasst bitte auch einen Kommentar, dass wir wissen, da ist eine E-Mail reingekommen, denn hin und wieder verschwinden die ja mal ganz gerne im Spam-Ordner. Ich habe es in den anderen Videos auch schon mal gesagt.
Ja, bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe wirklich, dass sich für die coolen Teile auf jeden Fall ein neuer Besitzer finden wird. Das ist wirklich außergewöhnliches Zeug, was man in der Szene, in der deutschen EDC-Szene so relativ selten sieht. Die Messer sind im absoluten Top-Zustand und wirkliche Handschmeichler, großartige Teile. Der Stift ist eine wirkliche Granate und für die Fans von außergewöhnlichen handgemachten Titanstiften, also handgemacht ist vielleicht zu viel gesagt, maschinengedrehten Titanstiften oder nennen wir sie einfach Custom Tactical Pens, ist das sicherlich eine tolle, tolle Ergänzung. Also, falls ihr Interesse habt, meldet euch auf jeden Fall. Wie gesagt, Kontakt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, recht herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.